Herzlich willkommen zum Tutorial Nachrichten und Presserecherche. Elektronische und gedruckte Zeitungen finden. Sie erfahren, in welchen Formen Bibliotheken Zeitungen aufbewahren und anbieten. Sie lernen Kataloge und Datenbanken zur Recherche nach Zeitungen kennen und sehen Beispielsuchen. Ältere Zeitungen werden häufig im gedruckten Original aufbewahrt. Dadurch sind auch Bilder, Werbung, Veranstaltungsankündigungen, Leserbriefe und Ähnliches erhalten, die für die Forschung interessant sein können. Die großen Formate und die geringe Papierqualität verursachen aber Schwierigkeiten beim Lesen und Kopieren oder Scannen. In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts wurden Artikeltexte auf Mikrofiche oder Mikrofilme kopiert. Dabei gingen Bilder, Werbung und so weiter im Allgemeinen verloren. Die Aufbewahrung wurde durch geringeren Platzverbrauch und bessere Haltbarkeit erleichtert. Zur Benutzung sind technische Geräte wie Readerprinter und Mikroformenscanner erforderlich, die die Bibliotheken bereitstellen. Später speicherte man Volltexte auf CD-ROM und DVD, was ein bequemes Nutzen am Computer auch im Fernzugriff ermöglicht. Meist sind auch hier ausschließlich die Artikeltexte vorhanden. Elektronische Zeitungsarchive einer Zeitung werden meist vom Verlag kostenpflichtig angeboten und bilden das gedruckte Original ab. Verlagsübergreifende Pressearchive enthalten häufig nur die Artikeltexte der Zeitungen und sind kostenpflichtig. Die Bibliotheken lizenzieren diese elektronischen Archive und machen sie Interessierten kostenlos und unter gewissen Voraussetzungen auch im Fernzugriff zugänglich. Im Bibliotheksportal Primo finden Sie Zeitungen in allen Erscheinungsformen, die Sie entweder im Lesesaal nutzen oder online abrufen können. Das Datenbank-Infosystem DEBIS weist lizenzierte Datenbanken der FU Berlin plus Nationallizenzen und freie Datenbanken nach. Die Staatsbibliothek Berlin bietet historische und aktuelle Zeitungen in sehr großer Auswahl an und verzeichnet sie im StabiCat. Die Zeitschriften-Datenbank weist Zeitungen in deutschen Bibliotheken nach und ermöglicht Fernleihbestellungen. Sie suchen zum Beispiel die Zeitung Der Tagesspiegel im Bibliotheksportal Primo. Wählen Sie die erweiterte Suche und den Suchraum FU-Katalog. Als Suchkriterien legen Sie Titel und Ist-Exakt fest. In der Trefferliste wird Ihnen Der Tagesspiegel als Druckausgabe und als DVD-ROM-Ausgabe angezeigt. Wählen Sie die Druckausgabe, sehen Sie, dass mehrere FU-Bibliotheken den Tagesspiegel anbieten. In der Universitätsbibliothek finden Sie die Mikrofilmausgabe im Lesesaal, die aktuellen gedruckten Hefte im Lesesaal und die Druckausgabe zur Bestellung in den Lesesaal. Bitte achten Sie bei der Auswahl auf die angegebenen Jahrgänge. Wählen Sie die DVD-ROM-Ausgabe, werden Ihnen zwei Links zum Volltext angeboten. Bitte achten Sie auf die unterschiedliche Berichtszeit und folgen Sie einem der Links. Scrollen Sie die Primo-Trefferliste weiter herunter, wird Ihnen der Tagesspiegel auch als Online-Ressource angezeigt. Sie erhalten kurze Hinweise zum Inhalt und erfahren, dass der Volltext tagesaktuell angeboten wird.
Bitte folgen Sie dem Link zur Ressource. Sie können elektronische Pressearchive auch im Datenbank-Infosystem DEBIS suchen. Klicken Sie dazu im Bibliotheksportal Primo auf den Reiter Weitere Tools. Wählen Sie in der Liste der weiteren Rechercheinstrumente FU-Datenbanken in DEBIS aus. Sie möchten zum Beispiel ein Heft des Spiegels aus dem Jahr 2015 ansehen. Geben Sie in die schnelle Suche den Titel Spiegel ein und klicken Sie dann in der erhaltenen Auswahlliste auf Spiegelarchiv. Sie erhalten eine ausführliche Beschreibung des Online-Archivs. Achtung! Die letzten 24 Monate stehen nicht zur Verfügung. Folgen Sie dem Link zur Datenbank. Wählen Sie dann zunächst das Jahr aus und anschließend das entsprechende Heft. Das Datenbank-Infosystem DEBIS bietet noch weitere Möglichkeiten. Wählen Sie in DEBIS erst Sammlungen und dann Nachrichten und Presserecherche, um eine Übersicht über alle Pressearchive und Volltextdatenbanken der FU zu finden. Im oberen Bereich finden Sie die Top-Datenbanken. Darunter folgt eine alphabetische Liste aller Datenbanken der Sammlung Nachrichten und Presserecherche. Wählen Sie die gewünschte Datenbank durch Klicken auf den Titel aus. Die Staatsbibliothek besitzt den größten Bestand an historischen und aktuellen Zeitungen in Berlin. Der StabiCat ist in Primo unter Weitere Tools verlinkt, Sie können ihn aber auch im Internet suchen. Sie suchen die Vossische Zeitung. Da Sie den genauen Titel der Zeitung kennen, legen Sie Titelanfang als Suchkriterium fest. So suchen Sie so präzise wie möglich. Starten Sie Ihre Suche. In der Trefferliste werden sowohl die gedruckte Ausgabe als auch das Online-Archiv angeboten. Außerdem werden Ihnen anderslautende Vorgänger- und Nachfolgetitel angezeigt. Achten Sie immer auf die Jahreszahlen. Die Zeitschriften-Datenbank finden Sie ebenfalls, wenn Sie im Bibliotheksportal Primo den Reiter Weitere Tools anklicken. Sie suchen die DDR-Zeitung Neues Deutschland gezielt, indem Sie als Suchkriterium Titel ist exakt einstellen. Sie erhalten 26 Treffer für unterschiedliche Zeitungen. Scrollen Sie durch die Liste. Neues Deutschland, Sozialistische Tageszeitung, 1946 folgende, ist der gesuchte Titel. Es werden die gedruckte und die Online-Ausgabe angezeigt. Klicken Sie auf den Titel, um die Details zu sehen. Sie erhalten eine Trefferliste alphabetisch nach Bibliotheken. Etliche Berliner Bibliotheken bieten das Neue Deutschland an. Darunter auch die Sozialwissenschaftliche Bibliothek der Freien Universität, die nur die Ausgaben der letzten 12 Monate aufbewahrt. Und die Universitätsbibliothek der Humboldt-Universität mit einer Mikrofilmausgabe 1946 bis 1991.
Eine gedruckte Originalausgabe bietet voraussichtlich die Staatsbibliothek. Wenden Sie sich an die Bibliothek, die das gesuchte Heft und die gewünschte Erscheinungsform anbietet. Es sind auch Scanaufträge oder Fernleihbestellungen möglich. Wählen Sie die elektronische Ausgabe. Sehen Sie nur wenige Bibliotheken, die Bestand anzeigen. Folgen Sie dem Link zur Online-Ressource. Sie stellen fest, dass Sie nur Volltexte ab dem 3. Oktober 1990 enthält. Die Zeitschriftendatenbank bietet auch die Möglichkeit, Zeitungen aus einem Erscheinungsort zu finden. Wenn Sie zum Beispiel Berichte zu einem regionalen Ereignis oder nur aus einer Stadt suchen und die Presselandschaft dort nicht kennen. Wählen Sie dazu die erweiterte Suche. Haken Sie Zeitungen an und legen Sie als Suchkriterium Verbreitungsort Zeitungen fest. Suchen Sie zum Beispiel Zeitungen aus Köln, erhalten Sie eine alphabetische Liste mit 911 Treffern. Nutzen Sie die Filter auf der linken Seite sinnvoll, um die Treffermenge zu verringern. Vielen Dank für Ihr Interesse.